Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Online-Pharma-Forum. Thema heute sind die PSURs, die Periodic Safety Update Reports, beziehungsweise deren neues Format, die Periodic Benefit Risk Evaluation Reports. Wir wollen uns in zwei Etappen, in zwei Schwerpunkten damit befassen. Einmal, was ändert sich wirklich in der Taktung? Wann muss ich für welche Substanzen einreichen? Wie ist das bei generischen Substanzen, bei anderen? Welche Ausnahmen gibt es? Und dann im zweiten Takt die Frage, welche Änderungen gibt es im Aufbau und in der Struktur? Denn der hat ja eine Änderung erfahren in den GVP, Good Vigilance Practices Guidelines. Haben wir da neue Vorgaben, wie der zu gestalten ist? Ich möchte zunächst in meinem Vortrag auf die neue Funktion dieser periodischen Sicherheitsberichte eingehen, Ihnen einen kurzen Überblick auch über die Rechtsgrundlagen und die Guidelines geben in diesem Zusammenhang. Insbesondere, wie sieht es mit neuen PSIR-Vorlagefristen aus, die sich ebenfalls geändert haben. Ich werde ein bisschen eingehen auf das neue Single Assessment und das nach wie vor stattfindende Worksharing-Projekt zur Bewertung von periodischen Sicherheitsberichten. Und dann natürlich auch im Schwerpunkt auf den eigentlichen PSIR, den Aufbau und auch auf die Erstellung des PSIRs eingehen.